einen wunderschönen guten Abend hier heute in Deizisau zum 16. Internationalen Hacker-Open. Wir freuen uns, dass die Hallen so voll sind und insbesondere diese Halle hier gerade eben, dass Sie zur Begrüßung hier anwesend sind. Kommen Sie einfach alle rein, auch die, wo jetzt noch draußen sitzen, dass wir ganz in Ruhe anfangen können. Viele von Ihnen hatten heute schon ziemlich Stress, wie wir mal wieder mitbekommen haben. Ist trotz Ferienbeginn schon letzte Woche auch heute wieder das Stauchaos ausgebrochen und der ein oder andere steht vielleicht sogar noch im Stau. Wir haben noch einige Teilnehmer, die eigentlich bei uns auf der Liste stehen, sich bisher aber noch nicht angemeldet haben. Alle, die sich jetzt in der Teilnehmerliste vermissen, also in der Paarungsliste, wir werden diejenigen, die fehlen, nachfahren. Alle, die sich vermissen, tun sich bitte unter dem Schild Schaffreunde Deizisau nachher sammeln. Wir werden dann nachfahren, aber neue auslosen werden wir nicht. Das kann ich jetzt schon gleich sagen, denn wir wollen jetzt dann langsam zügig anfangen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, erstmal im Namen der Gemeinde Deizisau, all unserer Sponsoren, die Sie hier ja an den Schildern auch erkennen, unserem Hauptsponsor der Kreissparkasse Esslingen-Lottingen, hier das tolle Auto, eines der Produkte von unserem zweiten Sponsor, die auch den Fahrdienst sicherstellen, dem Mercedes-Benz Autohaus Ust Jesimer und unserem dritten Sponsor, dem Technoland in Deizisau. Des Weiteren darf ich jetzt schon den Dank sagen unseren quasi indirekten Sponsoren. Für uns sind es wirkliche Sponsoren, nämlich die Ausstatter dieses Turnieres. Es ist so ein Riesenturnier hier, dass es eine gewaltige Aktion ist, dieses Turnier überhaupt an Material auszustatten. Und da kommen zum einen die Tische und Stühle, auf die Sie jetzt alle Platz nehmen werden, beziehungsweise auf denen Sie spielen werden. Das sind die Tische der Gemeinde Altbach. Alles das, was blau bestuhlt ist und so weiter, von der Nachbargemeinde. Keine Selbstverständlichkeit, dass wir für 5 Tage das ganze Mobiliar einer Nachbargemeinde bekommen. Wir haben das Mobiliar der 10 Scheunen in Deizisau, des Rathauses in Deizisau. Wir haben das Mobiliar hier von der Gemeindehalle in Deizisau. Wir haben gemietetes Material. Zum zweiten Mal überhaupt in der Geschichte des Turniers, dass wir Tische schon mieten mussten aus Rheinfeld. Echter Ding. Also ein Riesenevent. Wir haben Material, Tische und Bänke von unserem Getränkehändler. Wir haben Ausstatter, die es euch ermöglichen, auf diesem Spielmaterial zu spielen, das ihr hier vor euch seht. Das ist zum einen die Chess Tigers aus Frankfurt, beziehungsweise Bad Soden und den Bernhard Jele von Chesswerk, der dieses Turnier hier auch mit dem Bücherstand begleiten wird. Das heißt, unterstützt diese 2 Organisationen, indem ihr dort die Produkte kauft, damit dieses Turnier auch in Zukunft weiterleben kann. Denn ohne Spielmaterial geht es nicht. Des Weiteren darf ich mich bedanken bei gleichzeitig meinem Arbeitgeber, der Kränke Leasing AG, die auch in diesem Jahr wieder sicherstellt, dass wir hier von diesem Turnier live übertragen können, in diesem Jahr 16 Bretter. Die Partien werden von den Spitzenbrettern live im Internet übertragen. Vielen Dank diesen allen Genannten, dass sie dieses Turnier ermöglichen. Bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu den Regeln. Ich denke, die Regeln sind soweit klar. Ich stelle hier schon mal vor Kamera ganz deutlich dar, wer hier bei diesem Turnier mitspielt, erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Fotos im Internet einverstanden. Wer dies nicht möchte, kann an diesem Turnier nicht spielen. Wir werden Fotos von diesem Turnier im Internet veröffentlichen und wir werden keinen danach fragen, ob wir dies tun dürfen. Ich habe das hiermit getan. Ihr könnt jetzt noch vom Turnier zurücktreten und wenn ihr das nicht tut, seid ihr automatisch damit einverstanden, dass wir eure Bilder veröffentlichen dürfen. Wir haben diese Zustimmung hier auf Video aufgenommen. Ein Wort zur Ergebnismeldung.
Fall in den zuständigen Stellen ab. In dieser Halle ist es hier unter dem Banner der Schachfreunde Deizisau. Dort den Ergebnismeldezettel abgeben und die Uhr jeweils am Tisch stehen lassen. Die Uhren dürfen nicht mitgenommen werden zur Analyse oder sonstiges oder zum Blitzen. Die Uhren bleiben hier, Mitnahme der Uhr, sofortiger Turnierausschluss. Weil wir schon bei den harten Regeln sind, im letzten Jahr habe ich hier viele, viele Fingerabdrücke auf diesem schönen Objekt der Begierde immer wieder gesehen. Das werde ich in diesem Jahr auch bestrafen. Das Auto ist nicht zu berühren. Wer es berührt, darf bei der ersten Verwarnung das Auto einmal vor allem freiwillig abstauben. Danach Turnierausschluss. Okay. Wir begleiten dieses Turnier mit einer Handvoll Schiedsrichter. Einer unserer Hauptschiedsrichter oder der Hauptschiedsrichter des Turniers ist ein internationaler Schiedsrichter, Matthias Möller. Steht gerade bei dem Schildschaft von den Deizisau. Heb mal kurz deine Hand. Matthias wird dafür sorgen, dass dieses Turnier auch Normen ermöglicht. Das heißt, dadurch, dass international Schiedsrichter ist, können wir auch Normen ausstellen. Sowohl für Schiedsrichter wie für Spieler. Neben ihm steht der Herr dieser Halle, sage ich jetzt einfach mal, schon seit Jahren, der Andreas Wasitz, ebenfalls viele Schiedsrichter. Gebt mal kurz die Hand. Daneben kommen weitere Schiedsrichter und meine Person. Es gibt kein Turnierschiedsgericht. Letzte Instanz bin im Zweifel ich. Das heißt, diese Entscheidungen sind dann endgültig. Wenn ich mal entschieden habe, gibt es keine weitere Protestmöglichkeiten. Ein Wort noch zu diejenigen, die ein Hotelzimmer gebucht haben, aber noch nicht eingecheckt haben. Im Zweifelsfall während der Partie zu mir kommen, nicht alle Hotels sind heute bis 24 Uhr besetzt, dass wir euch die Schlüssel besorgen können, damit ihr heute Nacht auch einträgt zum Schlafen. Bitte rechtzeitig dran denken. Dann für alle die zwar angereist sind, aber noch kein Hotelzimmer haben und sich noch keine Gedanken gemacht haben, wo sie denn heute Nacht schlafen, jetzt wäre es langsam Zeit dafür. Nicht heute Nacht um 12 oder um 1, wie wir es jedes Jahr haben. Bitte dann in den nächsten zurückkommen. Okay, Zeit loszulegen. Ein Wort zu euch. Wir haben eine gigantische Teilnehmerzahl. Im Moment sind im Computer exakt so viele Teilnehmer, wie im letzten Jahr gespielt haben. 756, die aktiv geschaltet sind. Das sind aber ungefähr noch 20 Teilnehmer, die sich angemeldet haben, aber noch nicht eingecheckt haben. Also ich vermute, dass wir auch in diesem Jahr einen neuen Teilnehmerrekord haben. Und das macht mich ganz besonders stolz und dafür möchte ich mich bei euch und bei Ihnen allen schon jetzt bedanken. Wunderbar. So, legen wir endgültig los. Die Partien hängen aus an verschiedenen Stellen. Ihr könnt euch bei den Paaren zusammenziehen. Wir werden ungefähr 10 Minuten, nachdem das Turnier in dieser Halle begonnen hat, drüben die in der anderen Halle erst beginnen mit dem Spiel. Also alle, die im A-Rum an den ersten ca. 100 Brettern spielen, haben noch ein bisschen Zeit, ruhig gut. Für euch beginnt die Partie heute etwas später. Ab morgen ist es dann umgekehrt. Das heißt, morgen beginnen wir 9 Uhr drüben in der Gemeindehalle und jeder, der in dieser Halle spielt, 9:10 Uhr. Wir möchten keine zeitgleiche Zeitnot haben in beiden Hallen, deswegen spielen wir Zeit vor 6:10 Uhr. Das ist der einzige Grund. Also, 9:10 Uhr morgen in dieser Halle geht's los, in der anderen Halle um 9 Uhr. Und los geht's in Deizisau nochmal dran. Wenn die Musik zu Ende ist und ich nichts mehr sage, dann sind automatisch die Runden freigegeben. Also erst, wenn die Musik aus ist und entweder ich sage noch was, dann noch mal kurz zuhören und dann loslegen, oder ich sage nichts mehr, dann dürft ihr gleich loslegen. Aber ohne Musik geht in der Deizisau auch nichts. Okay.
wenn keine dringenden Fragen mehr sind, die wir vor der Öffentlichkeit klären müssen, dann würde ich sagen, lasse ich jetzt langsam Musik laufen und dann habt ihr noch ungefähr 5 Minuten Zeit und dann wünsche ich euch tolle Tage in Salzau und ein tolles Turnier. Vielen Dank schon jetzt an euch alle fürs Kommen. Viel Spaß!